Elektrischer Reporter. Die Filmwirtschaft steht vor einer Revolution. Unabhängige Filmemacher, die zur Finanzierung ihrer Projekte auf das Internet setzen, haben ihren ersten großen Sieg errungen. Den Produzenten des Science-Fiction-Films Iron Sky ist es gelungen, eine neue Art Fan ins Spiel zu bringen. Ein Fan, der sich gleichzeitig als Geldgeber begreift. Beeindruckt von diesem Erfolg hat sich die gesamte Filmwirtschaft nun auf die Suche nach diesen neuen Fans gemacht. Diese Suche führt zunächst auf den Mond, genauer gesagt auf die Rückseite des Mondes. Dort haben sich nach dem Zweiten Weltkrieg Nazis versteckt, um 70 Jahre später mit ihren Untertassen die Erde zu erobern. Eine schräge Story, die Iron Sky verkaufen will, aber mit Erfolg. Über 7 Millionen Euro hat der Film gekostet, 1 Million davon legten die Fans in die Kasse. So, we were able to start the... Erst durch diese Art Investition konnten wir mit dem Dreh loslegen. Zudem steigert es die Bindung an die Fans. Sie werden somit viel eher Teil des Films als auf anderen Wegen. Gut zu sehen im Film selbst, einige Raumschiffe in Iron Sky basieren auf Designs der Community. Statt nur vom Rand zuzuschauen, ist für den Fan-Investor vielmehr der Weg das Ziel. Die Fan-Investoren möchten Teil des Erlebnisses sein, bei einem Film mitzumachen. Ihnen geht es gar nicht so um das fertige Ding. Zwei Sektoren entfernt, die Film- und Medienstiftung NRW. Wenn es um Medienförderung geht, zählt sie zu den größten staatlichen Geldgebern Europas. Geschäftsführerin Petra Müller schätzt Crowdfunding, weist aber auf die Einstiegshürden hin. Wir stellen nur fest, dass da, wo es funktioniert, alle Produkte einen hohen Genrebezug haben, einen hohen Markenwert haben und eine große Community. Und das sind, glaube ich, erstmal auch die Voraussetzungen dafür, dass überhaupt nennenswerte Beträge zusammenkommen. Der Fanvestor operiert also als Markenagent, nicht aus dem Untergrund heraus, sondern vor den Augen der Mitinvestoren. Er macht Werbung für seine eigene Investition und die der anderen. Werbe- und gleichzeitig Spendenplattform ist Startnext. Darauf tauschen Filmemacher Zugänge zu ihren fertigen Filmen, Bonusmaterial und gutes Karma gegen Geld. Für Deutschland ein Kulturwandel. Die Plattformen, die in Amerika existieren, bieten einfach nur ein Instrument für das, was schon da ist. Und wir werden es in Deutschland quasi neu überhaupt erstmal etablieren, das Crowdfunding als Kulturförderung, Kultursponsoring, privates Kulturinvestment überhaupt möglich ist. Während allein die US-Alternative Kickstarter 2012 mehr als 150 Millionen Euro an Spendengeldern sammeln will, liegt Crowdfunding in Deutschland mit erwarteten 3 Millionen Euro zahlenmäßig noch weiter hinter dem Mond. Doch die Zahl der Faninvestoren nimmt zu. Für den Kinofilm Stromberg ließen sie innerhalb einer Woche 1 Million Euro springen. Der kleine Faninvestor wird zum Big Player. Auf ihre Weise stellt die Community eine neue Instanz in der Filmwirtschaft dar. Sie hilft auf der kreativen, der finanziellen und der Verbreitungsseite. Und das alles auf einmal. Auch wenn die Revolution der Filmwirtschaft noch in Hinterzimmern geplant wird, das Grundgerüst für eine demokratisierte Filmfinanzierung ist schon längst gebaut. Nicht mehr die Filmemacher suchen ihre Fans und Investoren. Heute findet der Fanvestor seinen Film. Und vielleicht, eines weit, weit entfernten Tages, werden die Zuschauer gänzlich die Macht übernehmen und dann entscheiden, welche Filme den Weg ins Kino finden. Elektrischer Reporter.